Yo, wie geht's, wie steht's und weiter geht's. Ja, das war zweimal Gates, das war ein schlechter Reim. Aber ist mir auch egal, mein Ziel heute ist ja nur, diesen Boss hier zu besiegen und nicht der Reimkönig zu werden. Ja, also brauchen wir diesen Typen jetzt ein bisschen. Ja. Was soll man zu dem noch sagen, echt? Du hast meinen Kommentar gar nicht verdient. Du hässliches Vieh. Ah ja, Techno-Bom-Bom. Oh, jetzt hätte ich ihn fast noch verfehlt. Weil ich unbedingt wieder eine Techno-Einlage bringen musste. Ja, der Typ damals an der Kanone, das war echt ein mieser Raver. Das müsst ihr schon zugeben. Ja, jetzt kommt Ward. Ja, mit seiner Bling-Bling-Ghetto-Kette. Junge, ohne Witz, wer hat den Design, ey? Nee, ich sag's nicht. Ich behalte einfach mal für mich, was ich von diesem Typen halte. Egal, auf jeden Fall ist Ward ganz lustig. So. Kugelwilli, wehe, das Spiel bescheißt mich wieder. Nee, geht alles, geht alles. Jedes Mal wieder schön, dass man extra noch vor Wily so geschwächt wird. So, ich habe genug Zeit, mich hier auszurichten. Ja, so stehe ich doch gut. Und plötzlich ist da eine Luke im Clown-Card. Das ist unlogisch. Eigentlich habe ich das Ding mit Bowser zusammen sowieso gleich beim ersten Mal schon voll in die Luft gejagt, aber es funktioniert immer noch. Oder haben die alle drei ein eigenes? Aber es gibt eigentlich nur eins, es wäre Copyrights-Verletzung. Obwohl, es ist ja von Bowser entworfen worden und der war ja selber dabei. Das heißt, er hat den beiden anderen wahrscheinlich erlaubt, in seinem Clown-Card zu fahren. Aber das ist alles nur Spekulatius, deswegen werde ich mich auch darauf konzentrieren, hier nicht an dieser Scheißkugel zu sterben. So. Das läuft doch schon mal. Oh, ich stand fast im Feuer, das ist doch dumm. So. Mach deine Kugel. Du Stück. Du Stück Doktor. So. Wir achten darauf. Okay, wir können ihn auch hier treffen. Wir können ihn auch hier treffen. Das hat gerade ein komisches Flup-Geräusch gemacht. Aber ist egal. Aber ich muss ganz hinten stehen, falls er mit seiner Kugel kommt. Oh, knapp. So. Bitte stirb doch einfach. Nein! Ey, der Sprung muss aber so getimed sein. So, und wieder 3 Minuten für den Arsch. Aber ich hab ihn raus, ich hab ihn raus. Das einzig Schwere ist, wirklich über seine Kugel zu springen. Ja, ich warte mal hier, trink eine Runde was. Nee, ich richte lieber mein Headset. Trinken kann ich immer noch bei Ward oder, ja, wenn Wily kommt. Dauert ja auch alles gar nicht lange, man kann nichts skippen. Schönes Spiel. Die, Monster, you don't belong in this world. Ja, eigentlich ist er jetzt voll weggeflogen. Aber das Clown-Card kriegt er irgendwie anscheinend keinen Schaden. Vor allem, wie kommt da auf einmal Ward rein? Bowser ist in die Luft geflogen. Haben die da oben irgendwie eine schwebende Plattform, auf der die alle warten? Boah, was mache ich hier für eine Scheiße? Ich sollte mich auf den Kampf konzentrieren. Ja, egal. Ich kann's nur immer wieder sagen, ich hinterfrag die Scheiße hier nicht. Soll ich der Entwickler doch in seiner Drogenwelt gut fühlen? So, steh ich gut, steh ich gut. Ja, steh gut, steh gut. Das wird was, das wird was. Tschüss, Mann. Ja, so, mal am Auge kratzen. Aber da juckt's mich gar nicht, aber irgendwie habe ich trotzdem sogar das Bedürfnis. Ist ja auch egal. So, es kommt Wily. Ach ja, ich hätte mich mal ausrichten können, aber ich stehe gut. Ja, Augenbraue. Mal 2. Kannst du mir ruhig geben. Ich habe nämlich nicht hingeguckt. ja. Fail at diabolische Lache. Werde ich auch nochmal üben. Wenn ich irgendwann mal Zeit habe. Ja, warum sollte man das können? Ich weiß es nicht.
Stirb doch bitte. Jetzt einfach schon. Verfrüht. So. Oh nein, ich habe vergessen, ihm auf dem Rückweg einen mitzugeben. Egal, egal. Solange ich noch lebe, ist ja egal. Dann dauert der Kampf halt nur ein bisschen länger. Aber ist alles kein Problem. So, die Kugel. Boom, 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 boom. Ich weiß noch nicht mal, ob ich ihn treffe. Wow. Oh, ja, ey, scheiße. Oh, 5,5 Minuten. Man kommt irgendwie in einem Video sowieso nur 3 bis 4 Mal zu Wily. Auch wenn man die ersten beiden Bosse gleich am Anfang schafft. Das ist doch dumm. Ja, wir machen wieder eine lustige Bowser-Tour. Oh. Ey, diese beiden ersten Bosse sind so unnötig. Die sind auch nur da, um richtig Zeit zu fressen. Weil Wily alleine auch nicht so schwer wäre, wenn man den immer wieder probieren könnte. Ja, ich könnte auch Flüssigkleber essen, aber ist nicht so geil. Nicht, dass ich schon mal probiert hätte, aber das Zeug riecht allein schon so intensiv. Das will ich mir jetzt, glaube ich, nicht reinpfeifen. Klebt das überhaupt im Magen? Ich glaube nicht. Aber man weiß es nicht. Ich will es trotzdem nicht probieren. So, jetzt kann ich ja mal No-Jump-Challenge gegen Ward machen. Wenn ich sterbe, ist mir das auch egal. Aber es ist irgendwie auch nicht sonderlich schwer. So, Kugelwilli-Action. Nein! Und das Spiel ist schon wieder verbuggt. Ich kann nur 2 Kugeln schießen. Nur wenn ich nah dran bin, dann geht das. Oh! Ja, ey. Hätte ich mich jetzt aber auch aufgeregt, wenn ich wieder beschissen worden wäre. So, wir schießen hier mal links, rechts, so wild rum. Weil, ja, weil wir Zeit haben. Wir könnten nebenbei noch Tee trinken, Kinder zeugen. Es bringt aber nichts. Davon wird er hier auch nicht platt. So, Feuerwelle Nummer 1. Und wir gehen ein Stück nach links, Feuerwelle Nummer 2. Und wir gehen noch ein Stück nach links, Feuerwelle Nummer 3. Wir gehen noch ein Stück nach links, Feuerwelle Nummer 4. Wir gehen ausnahmsweise mal nach rechts. Oh, und ich treffe die Kugel nicht, ich bin schlau. Oh. Oh, nein! Warum stelle ich mich denn nicht ganz am Rand, ich verschuppter Vollidiot? Ich möchte hier wieder zurück. Oh. Schön, ja, 8 Minuten gleich. Dann wird es wohl noch für einen Wily reichen. Ey, der Boss ist doch schlimm. Ich will ihn heute aber liegen sehen. Egal, Dr. Wily, da habe ich schon mal Mega Man hinter mir. Ich meine, welche schlimmeren Bosse gab es als in Mega Man? Da würde mir jetzt so spontan keiner einfallen. Bomb. Cake Bomb. Ja. Aber ist ja auch egal. Ich kann ja wieder was singen, aber ich lasse es einfach mal. Weil ich heute nett bin. Ja. Ja, du bist immer noch hässlich, Junge. Und grün. Und hast eine miese Bling-Bling-Kette. Aber das habe ich auch nicht zum ersten Mal erwähnt. Wir können dich abschießen, aber es bringt nichts. So, du stampfst noch 2 Mal, dann fliegst du rüber. Was für eine Überraschung. Und ich muss richtig stehen. Für Kugelwilli-Action. Die Kugeln gehen eigentlich voll in das Clown-Card rein. Es ist unlogisch. Aber ich hinterfrag das nicht. Ja, meine Liste von Dingen, die ich bei diesem Spiel ganz sicher nicht hinterfragen werde, ist wahrscheinlich schon, ja, 2 Seiten lang getippt. Schriftgröße 6. Ah. Ist auch egal. Wo kommt der Wind her? Da ist gar kein Wind. Übertreib's nicht, Junge. Seine Haare flackern wie wild, weißt du, und es ist hier einfach mal windstill. Obwohl, Kids Cape flackert auch ein bisschen. Aber bei den anderen hat auch nichts geflackert. Okay, wahrscheinlich, weil die keine Haare hatten. Ja, mit so einem Schwachsinn muss ich mich hier auseinandersetzen, weil ich sonst auch nichts mehr zu kommentieren habe. Gegen diesen blöden Pisser hier, stirb! Oh ja, wenn ich näher ranlaufe, dann... Oh ja. Das war gut.
habe ich es wieder fast verplant, aber war dann doch nochmal geistesgegenwärtig. Ausnahmsweise mal. So. Jetzt laufe ich wieder näher ran. Und gebe ihm noch mehr. Jawohl. Oh, und es trifft mich ganz knapp. Ja, ich speichere. Ich habe es beim letzten Video vergessen, habe ich gemerkt. Aber es ist egal. Meine Zeit ist eh für den Arsch, wenn mir das Spiel andauernd abkackt. Aber nächstes Mal liegt er. Jetzt habe ich ihn echt raus. Haut rein, bis dann.